Wenn man ehrlich ist, ist der heutige Handelstag, zumindest was die Indizes, die Aktienindizes betrifft, relativ fad. Wenig Bewegung an der Wall Street, auch die europäischen Indizes wenig bewegt. Es gibt aber Action bei Gold, das fällt. Es gibt Action bei Öl, das fällt. Und es gibt Bitcoin und Kryptowährungen, die deutlich steigen. Zu den Gründen nachher ein Wort, aber vielleicht mal übergeordnet jetzt ein Blick, der sich anschließt an Daten, die heute veröffentlicht wurden, nämlich der JOLTS Report. Der zeigt an, wie viele offene Stellen gibt es in den USA, die derzeit unbesetzt sind. Und daraus leite ich ab, dass wir möglicherweise vor einem goldenen Jahrzehnt für Arbeitnehmer stehen. Die Machtverhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verschieben sich. Wenn wir uns zurückerinnern an die Schröderschen Hartz-IV-Reformen, da waren die Arbeitgeber ganz klar am Drücker, während das Ganze sich jetzt auch und vor allem durch Corona nochmal beschleunigt in die andere Richtung bewegt. Das ist ein Trend, der vorher schon da war, der sich aber jetzt verstärkt. Wir sind in einer alternden Gesellschaft, die Arbeitenden werden weniger, die Senioren werden tendenziell mehr, die nicht mehr arbeiten. Dementsprechend ist das ein Prozess, der einen großen Trend ausmacht und der jetzt wahrscheinlich das erste Mal auch durch Corona praktisch wie ein Katalysator hat Corona gewirkt. Jetzt offensichtlich wird dazu gleich mehr. Wir hatten, wie gesagt, heute diese JOLTS Openings. Das sind Stellenangebote von US-Firmen und wir sehen, wir haben deutlich mehr offene Stellen, neu angebotene oder offene Stellen als Arbeitslose in den USA. Heute über 10 Millionen Stellen, die gemeldet wurden. Offene Stellen. Das ist ein absoluter Rekord. Das gab es noch nie, dass so viele Stellen angeboten worden sind. Okay, ist vielleicht auch noch eine Folge Lockdown, Reopening, dass da eben jetzt viel Bedarf ist, nachdem die Wirtschaft wieder geöffnet hat. Aber es ist dennoch ein Trend, wie Sie hier sehen, jetzt in den letzten Monaten. Die Zahlen gehen deutlich nach oben und derzeit haben wir in den USA jetzt mehr als 1,3 Millionen mehr offene Stellen als offiziell Arbeitslose. Was wird das bedeuten? Das wird bedeuten, dass diejenigen, die Arbeit haben, Arbeit suchen, eben andere Lohnforderungen durchsetzen können, denn die Arbeitgeber suchen händeringend nach Arbeitskräften und das ist der Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage groß ist, der Arbeitgeber und das Angebot an Arbeitnehmern nicht so groß ist, dann steigt der Preis und genau das dürfte passieren. Wir sehen hier auch zum Beispiel bei kleineren Firmen, NFP, die nicht in der Lage sind, ihre offenen Stellen zu besetzen. Das ist immer noch ein sehr, sehr hoher Wert. Also wir sehen, es ist eher derzeit die Situation, die am US-Arbeitsmarkt und die USA sind dann wahrscheinlich ein Vorläufer, das dürfte dann auch bei uns der Fall sein, vor allem durch Deglobalisierung. Wir haben in Corona gemerkt, dass wir viele Dinge selber herstellen müssen, die plötzlich aus Asien nicht mehr kamen. Wir waren gewohnt, dass die Dinge kommen. Plötzlich sehen wir, oh, das ist nicht selbstverständlich. Also müssen wir in Deutschland wieder mehr produzieren. Dafür brauchen wir Arbeitnehmer, dafür brauchen wir Arbeitskräfte. Die werden nicht für die gleichen Löhne arbeiten wie asiatische Kollegen, sondern die fordern stattliche Löhne. Dementsprechend ist das eben auch inflationär, hat das Ganze Folgen für die Inflation. Und wie gesagt, der demografische Trend deutet ohnehin darauf hin, dass eben Arbeitskräfte eher gesucht werden, als dass es zu viele davon gibt in einer immer älter werdenden Gesellschaft. Und das gilt ja auch für die amerikanische Gesellschaft, wenngleich nicht ganz so krass wie in Europa. Und wir sehen in den USA zum Beispiel Supermarktjobs, Restaurantjobs, da sehen wir, dass jetzt ca. 80% aller Menschen in den USA, die in diesen Sektoren arbeiten, bekommen mindestens 15 Dollar pro Stunde. 2014, also vor 7 Jahren, waren es nur 60%. Man sieht also, okay, wir haben natürlich auch eine gewisse Inflation inzwischen, aber man sieht, auch im Niedriglohnsektor, da steigen eben die Bezahlungen und das wird auch eben sich dann niederschlagen neben diesen ganzen Lieferkettenproblemen, Materialmangelproblemen, die wir derzeit überall sehen. Hier sehen wir nochmal die Average Hourly Earnings im Bereich Leisure and Hospitality, also praktisch Gastgewerbe, wenn man so will. Und wir sehen einen ziemlich deutlichen Anstieg hier seit einigen Monaten. Also die Bezahlungen steigen ganz, ganz deutlich. Wie gesagt, die USA dürften da ein Vorläufer sein, aber fragen Sie hier mal Gastronome,
die hier praktisch ja unter dem Lockdown, unter dem Shutdown gelitten haben und jetzt sagen, da sind viele meiner ehemaligen Mitarbeiter, die Kellner waren, die haben gesagt, nee, in der Gastro, da habe ich keine Lust mehr, das ist mir zu unsicher, kommt der nächste Lockdown, dann bin ich schon wieder praktisch hier betroffen. Da suche ich mir eine Branche, die da weniger empfindlich ist. Dementsprechend sieht man viele Restaurants, die teilweise ihre Öffnungszeiten schon kürzen müssen, weil sie die Leute nicht finden, beziehungsweise wenn sie Leute finden, dann müssen sie die höher bezahlen. Und so entsteht eben eine Lohnpreisspirale, die sich hier durchaus aufspult. Und wir sehen auch, jetzt kommt noch hinzu, die Demokraten in den USA, die wollen jetzt dieses 3,5 Billionen Spending Bill durchdrücken und das können sie, denn dazu braucht es nur 50 Stimmen im Senat. Und die haben sie ja mit der Vizepräsidentin Harris. Dementsprechend können sie das durchdrücken. Aber jetzt wäre das natürlich nachfragestimulierend. Man braucht dann, wenn hier in Infrastruktur vor allem etwas geht, aber auch Klima, Childcare, Social Services, da werden neue Stellen geschaffen, da wird sozusagen Nachfrage erzeugt, auch das tendenziell inflationär, hat aber politisch die Gegenseite sozusagen, dass die Republikaner gesagt haben, nun ja, wenn ihr das macht, wenn ihr das durchdrückt mit euren 50 Stimmen, dann werden wir hier in Sachen Debt Ceiling, in Sachen Schuldenobergrenzeanhebung, wenn wir Nein sagen. Und das dürfte dann ziemlich Konfusion auch an den Märkten hervorrufen, wenn es denn so käme. Denn die Schuldenobergrenze, die muss angehoben werden, sonst wird es wieder einen Government Shutdown geben. Nicht einen Lockdown der gesamten Wirtschaft, aber die Regierung wird stillstehen. Wir kennen das aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Also da wird politisch noch einiges der Fall sein, was in den USA da zu erwarten ist. Und das strahlt auch auf die Märkte aus heute. Zum Beispiel auch Bitcoin, denn eigentlich sollte bei dieser Bill ja vorgesehen sein, eine Besteuerung für Kryptohandel. Das hat es aber aufgrund der Differenzen zwischen den Parteien nicht mehr in diese Bill hineingeschafft. Das heißt, die Krypto-Trader, die werden auf jeden Fall noch mehr Zeit bekommen, bevor sie stärker besteuert werden. Das ist einer der zentralen Gründe, warum Bitcoin steigt. Auch vielleicht so ein bisschen Risikoappetit, der da der Fall ist, während die Neigung für Flucht in die sicheren Häfen wie bei Gold gemindert ist. Jetzt ist allerdings heute Nacht ja diese Art Flashcrash, ich hatte es heute Morgen im Videoausblick thematisiert, dünnste Volumina, Teile von Asien haben heute auch einen Feiertag, also da sind Stops geflogen, da sind Unterstützungen gebrochen worden und so gab es dann praktisch eine Kaskade offenkundig an Verkäufen. Das hat sich teilweise wieder relativiert, Gold ist dann wieder gestiegen, jetzt allerdings wieder ein bisschen unter Druck gekommen. Öl über 4% im Minus heute eben aufgrund von Corona-Sorgen. Und diese Corona-Sorgen, die sieht man zum Beispiel, wenn man sich mal Daten vom chinesischen Passagier-Traffic anschaut, also Flugverkehr. Passagiere, dann sehen wir, das ist deutlich gefallen, 32% innerhalb von einer Woche. Das heißt, weniger Verkehr, weniger Ölverbrauch, das ist derzeit der Trend in China. Da wird man ja sehr rigide oder geht man sehr rigide hier gegen die Möglichkeiten von Ansteckungen vor, wer als Ausländer nach China reist, ob geimpft, PCR-Test oder nicht, der wird vom Flughafen abgeholt, wird dann in ein Quarantänehotel gefahren und bleibt dann 2 Wochen auf seinem Zimmer, ob geimpft oder nicht, spielt keine Rolle. Da wird man irgendwo mitten auf der Autobahn mal eben rausgezogen und zwar alle, die da fahren und dann wird mal das Handy angeguckt, hast du überall grüne Punkte, was deine Corona-Situation betrifft, wo bist du denn in letzter Zeit gewesen? Das alles totale Kontrolle, die Chinesen sind da ziemlich radikal. Aber das ist eben auch negativ, was derzeit in Asien passiert. Nicht nur das Vorgehen der Chinesen gegen ihre eigenen Firmen aus dem Tech-Sektor, aber es ist negativ, was hier die Performance betrifft, der Schwellenländer, vor allem der asiatischen Schwellenländer. Wir sehen, da sind wir jetzt fast auf einem 20-Jahrestief im Vergleich zum S&P 500, also zu den US-Aktienmärkten. Da ist also schon einiges schlechter gelaufen, ähnlich wie bei Gold. Wir sehen hier mal die Ratio, das Verhältnis zwischen dem S&P 500 und Gold. Neues Hoch, wir sind jetzt auf dem höchsten Stand seit kurz vor Ausbruch der Finanzkrise. Und Lance Roberts fragt, ja, was ist eigentlich falsch mit Gold? Und er sagt, nichts ist falsch mit Gold. Es ist einfach nur so, dass die Leute kein Bedürfnis nach Absicherung haben, weil sie kein Risiko sehen
Vielleicht ist Corona ja ein Risiko, aber das wird derzeit nicht gesehen. Corona insofern Risiko, dass wenn Asien weitere Lockdowns macht, dann wird diese ganze Lieferkettenproblematik schwieriger, dann werden die Preise weiter steigen, dann wird die Inflation weiter steigen, dann müssen die Notenbanken stärker agieren. Also das wird alles nicht so gerne und gut gesehen derzeit. Lance Roberts schreibt hier, ja, das ist halt so eine Freude am Risiko. Das geht so lange gut, bis es halt dann nicht mehr gut geht. Und wir sehen, wenn wir uns jetzt mal anschauen, was derzeit in UK passiert, da sind die Zahlen ja mit der Delta-Variante rückläufig, aber 35% der Hospitalisierungen sind von Geimpften. Also 35%, die ins Krankenhaus müssen in UK, weil sie sich infiziert haben, die sind doppelt geimpft. Könnte man denken, oh, das ist eine ganz schlechte Nachricht. Allerdings sind in UK eben auch 70% der Leute geimpft. Wenn dann von diesen 70% in der Summe nur 35% diejenigen sind, die dann in die Krankenhäuser eingeliefert werden, dann zeigt das, dass das offenkundig schon was bringt, nicht in Sachen Infektion. Das hat man uns anders versprochen. Wenn ich mich erinnere, Moderna und BioNTech, Pfizer haben doch gesagt, locker über 90% hier Schutz vor Infektion. Dem ist offenkundig nicht so, aber es ist offenkundig eben so, dass der Verlauf dann deutlich weniger schwer ist im Durchschnitt. Das zeigen zum Beispiel Daten aus den USA. Da ist es so, dass bei jedem einzelnen Bundesstaat es so ist, dass die Hospitalisierungen da besonders hoch ist, wo die Impfquote besonders gering ist, und andersrum, da wo die Impfquote besonders hoch ist, ist die prozentuale Hospitalisierung relativ gering. Also das ist wahrscheinlich genau der Punkt. Man schützt sich mit einer Impfung nicht wirklich restlos gegen das Coronavirus, aber wahrscheinlich gegen einen schwereren Verlauf. Das ist vielleicht die Aussage, die man treffen kann. Davon profitiert natürlich eine Firma wie BioNTech, die heute einen gigantisch großen Gewinn von über 4 Milliarden Dollar hat vorlegen können. Und das ist so ein bisschen wie in der Tech-Industrie, the winner takes it all, zum Beispiel BioNTech, zum Beispiel Moderna, die laufen super, andere wie CureVac, Bayer, die laufen nicht gut. Ich werde in diesem Artikel BioNTech und Moderna, zwei Gewinner und die maue Konkurrenz, mal unter dem Video hier verlinken. Schauen Sie sich das mal an, vor allem CureVac, vor allem Bayer, wie hier nochmal Holger Cepic verweist. Wir haben jetzt eine Marktkapitalisierung von BioNTech von sage und schreibe 84 Milliarden Dollar, damit fast so viel Euro sogar, damit fast so viel wie Bayer, fast doppelt so viel wie Bayer, ein absoluter Traditionskonzern. BioNTech ist gerade mal 13 Jahre alt und fast doppelt so viel wert wie Bayer, die natürlich ihre eigenen Fehler gemacht haben, aber das ist natürlich schon eine Hausnummer. The winner takes it all. BioNTech scheint zu diesen Gewinnern zu gehören. Die Aktie heute deutlich im Plus und die Verlierer schauen aus der Wäsche. Dazu der Artikel unter dem Video, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend. Denken Sie mal drüber nach, über diese Verschiebung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Ich finde, das hat wahnsinnig große Konsequenzen, die sich damit verbinden. Das ist ein Generationsthema, das ist ein Jahrzehntthema, Jahrzehntethema mit allergrößten Auswirkungen auf unser persönliches Leben, ob gut oder ob schlecht. Jetzt erstmal einen schönen Feierabend. Servus und ciao.